Okay, hier sind wir wieder zurück auf dem Center Court bei den Stuttgart Open und wir haben ein neues Match für euch, aber bevor wir zu den Spielern kommen, grüße ich auch wieder Dirk Patz neben mir im Kommentatorenteam. Hallo zusammen. Und ja, ich glaube, wir haben hier sogar einen Favoriten. Würdest du dich dieser Meinung anschließen, wenn es hier heißt Danilo Radunovic und gegen Ralf Schachner? Prozentual gesehen würde ich ihm 10% mehr geben, weil ich glaube, dass der Ralf Schachner schon kämpfen und beißen kann. Okay, da ist also schon noch ein bisschen Würze im Match drin. Und für diejenigen, die schon länger in der Billardszene sind, denen sagt der Name Schachner vermutlich etwas. Denn es gibt hier durchaus einen sehr bekannten Spieler, der viele Titel schon in der Jugend, in den 80ern, dann auch weiter in den 90ern, auch viele Jahre Bundesliga gespielt hat. Und das ist sein Bruder Marco Schachner. Und hier haben wir Ralf Schachner, sein, ja, ich würde vom Format her sagen, sein großer Bruder, ja, auf jeden definitiv. Fall. Und da haben wir auch gerade Marco Schachner selbst direkt hinter uns. Denn er ist auch im Turnier noch zu dran. Ja, und ist zum ersten Mal für mich, dass ich seinen Bruder hier sehe. Ja, und bin schon ganz gespannt, ja, weil Marco Schachner ist mir natürlich ein Begriff und schon viel gespielt, auch schon zusammen mal gespielt in der Mannschaft und jetzt seinen Bruder zu sehen. Ich bin gespannt. Lass uns einfach überraschen. Also ich denke, er hat schon ein bisschen was von seinem Bruder mitbekommen. Ja, hat schon mal einen netten Safe-Versuch hier gestartet, wenn, ich glaube nicht, dass er jetzt einen Banker angesagt hat. Wollte wahrscheinlich die Weiße hinter der 8 verstecken. Und naja, zur Hälfte gelungen, würde ich sagen. Vielleicht ein kleiner Bogen nötig, zur 1 zu kommen. Die 2 rief relativ noch gut erreichbar. Also ich könnte sein, ob er fortsetzen kann. Ich bin mir nicht sicher. Ja, so gerade wie so, die Linie gezogen ist, ist da nicht viel Bogen nötig, nee. Wie es aussieht. Das wäre eher die falsche, ja, Entscheidung, jetzt einen Bogen zu spielen. Ja, genau. Sehr sauber, sehr schön. Und Tempo stimmt auch. Ja. Und damit Danilo direkt mit einem guten Einstieg. Die Frage ist jetzt, die 2, wenn man sie sehr leicht spielt, denke ich, kommt da an der 8 vorbei und dann die Frage, mit welchem Tempo für die Mitteltasche lang, die untere Fußtasche hier oder eventuell außen rum. Aber dann ist die 8 im Weg. Nee, da ist die 8 im Weg. Also ich würde auch sagen, weich und lang. Ja. Er hält sich an unsere Ansage, ja, hier sozusagen. Genau. Das ist kommentatorenfreundliches Spielverhalten. Da verabschiedet sich gerade ein Zuschauer, der seinem Sohn zugeschaut hat. Und ja, jetzt habe ich leider den verschossenen Dreier. Oh, das ist schade. Weich an die Ecke gesetzt. Das erinnert mich an einen Spruch, wo ich mal gegen irgendein Match gespielt habe, gegen Imun, verloren habe im neuen Ball. Und mir gegenüber war der Oliver, hat auch gespielt, Oliver Ortmann. Und irgendwie beim Abendessen sagt er zu mir, ey, die 5 hast du aber ganz schön verballert. und ich habe nur geantwortet, entschuldige mal, Oliver, ich habe die ganz zart an die Kante gesetzt. Naja, gut. Schauen wir mal. Direkt Mitte, Bänder, aber ich glaube direkt und einmal rundum. Genau. Die große Hafen und Fahrt kommt ein bisschen kurz und damit ein längerer, dünnerer Ball, aber alles noch im machbaren Bereich. Ja. So, wenn wir Ampelfarben nehmen, würde ich sagen gelb-grün. So. Tempo passt auch. Sehr gut. Vielleicht war er doch grün. Kommt es drauf an, hat er den ticken Winkel, den er braucht, dass er nicht viel arbeiten muss? Ja, oder? Ich glaube, ein bisschen zu gut gemeint.
Eine Prise zu viel Winkel. Nichts statt 20 Grad sind es halt 30, mein Gott. Das fasziniert mich bei dir immer wieder. Dann kann man den Winkel jetzt mit welchem Effekt killen? Zu spät. Zu spät, ja. Etwas Rechtes. So, jetzt glaube ich. Geschmeidig. Ja, Ralf Schachner, ich habe auch schon ein paar Infos gesammelt, spielt für den TV Schweinheim. Das ist der Club, wo ich, das ist in der Nähe von Aschaffenburg, wo ich 1985 mal eine Jugend, meine einzige Jugendmeisterschaft mitgespielt habe, weil in der Jugendmannschaft damals durfte ein Spieler von 4 bis 21 sein. Das war ich. Ansonsten habe ich nie Jugend gespielt, weißt du? War ich immer zu alt dafür. Ui, sehr schön. Und damit 1-0 für Ralf Schachner. Sauber runtergespielt. Das ist meine Ansage. Was für eine Ansage? Oh, 1-0 jetzt führen. Danilo weiß, mit dem ist nicht zu spaßen. Da muss man gegenhalten. Ich glaube, das sieht man, was mit dem nicht zu spaßen ist. Eindeutig, zweideutig. So, ich bin ja geneigt dazu, das vom letzten Jahr zu wiederholen auf die hinteren Kugeln. Was denn? Ja, mit dem Turtle Rack ist ja immer jetzt beim Aufbau 2 oder 8 in Richtung Loch gelaufen und das permanent, und zwar beim Sebastian Ludwig. Permanent, immer wieder ist die 2 links gefallen oder die 8 rechts. Also die zwei sehr, Kugeln, sehr die in der jetzigen Position die 2 und die 8 einnehmen. Ja, das ist auch ihr normaler Verlaufsweg, das ist auch bei anderen Racks so. Und wie du siehst, laufen sie nicht immer in die Tasche, aber er hat jetzt auch nicht optimal getroffen. Und die 2 gehört normalerweise bei Richtung da, wo die 1 ist. 1 ist, genau. Und die grafische Linie brauchen wir jetzt. Ob er den 1er wirklich geschmeidig sieht, ich glaube schon. Glaub nicht. Keks. Die linke Seite vielleicht, oder? Naja, so wie er ansetzt, scheint das doch zu sehen. Sauber anspielbar zu sein. Nee, Vorband, das ist ja denn gar nicht gesehen. Aha, hätte ich einen Keks verloren. Aber du hast ja nicht gewettet. Nee? Nein. Wer sagt den an? Banker. Kann man Position halten. Sehr schön. Passt, sehr schön. Richtig schönes Tempo. Ja, ein Problemball ist nicht mehr auf dem Tisch. Dann hätte sich fast selber zum Problemball gemacht. Ja, das ist so. Bin ich etwas überrascht, dass er so weit runter ist. Ja, hast du sehen, ein bisschen zu tief getroffen, ein bisschen zu viel Druck drin gehabt. Ja. Kann das schon passieren. Aber noch. Der Fehler bleibt folgenlos. Er muss nur den Ball reinmachen und eine schöne Position auf die 5, dann. Dann hat man den Fehler ausgebügelt. Muss ja jetzt nicht jeder Fehler konsequent zum Unfall geführt werden. Bisschen viel Winkel. Da hat er tief eher links gespielt. Ja. Da hätte man eher nur tief und, oder auch rechts, dass man ein bisschen mehr auf die andere Seite kommt. Aber jetzt muss er sich ganz schön strecken, beziehungsweise die Oma nehmen und dünn spielen. Dann ist auch die Tempofrage immer ein Thema bei den Bällen. Super soft, dass er oder nicht direkt so weit läuft. Pendeln lassen. Naja,
Also spielen viele unnötig kurz. Fest den Ball, ja. Weil du musst auch nicht so fest spielen, er ist ja nah vom Loch letztlich. Das stimmt. Ui. Ein Flüchtigkeitsfehler, eigentlich ein Folgefehler, finde ich, denn er hat ja schon mit der Position angefangen. Vier war der erste. Auf die 8 auf jeden Fall. Ja. Dann, ne? 4 hat er nochmal ausgebügelt. So. Dann stand die 6 ein bisschen falsch. Er geht ihn an und herrlich, schön. Sehr gut. Ganz weich, kontrolliert. Wäre auch meine erste Idee gewesen, wenn ich da runtergegangen wäre. Und meist ist das ja die beste, aber wenn man sich dann manchmal nicht so sicher fühlt, dann geht man andere, dann sucht man, könnte man da noch einen Safe spielen oder so. Ja, aber 2-0. Heißt die erste Idee, die beste 2-0. Das hat er jetzt auch wirklich, wirklich ganz entspannt gemacht. Ich meine, er kommt auf den Ball dran, wo er eine Chance hat, entweder hier den Einwender ein oder ich versuche ihm eine schlechte Position mit viel Blau dazwischen zu legen. Aber er hätte gar nicht lange gezögert. Für ihn war klar, den spiele ich smooth, gehe den Einwender ein und der war mal Loch Mitte. Mhm. Sehr schön gespielt. Also die Weiße auch einen tollen Lauf genommen. Ja. Müssten eigentlich viel mehr gespielt werden, so Banker. Wir haben jetzt 2 gesehen, einen von Danilo und einen jetzt vom Ralf. In Amerika schon, dadurch, dass die Bankpool spielen, sind die Banks eben viel geläufiger für die Spieler, während wir hier eher noch ein bisschen zögern. Ich meine, wir haben die eh schon überholt, die Amis, was Spieltechnische betrifft, aber bei Bankern... Ich bin gespannt auf den nächsten Mosconi Cup. Ja. Okay. Wir haben jetzt den ultimativen Motivationscoach. Ja, genau, richtig. Johann Rusnik. Danke, den Satz wollte ich nach her beenden, wenn ich sehe, welcher Ball gefallen ist. 1 geht. Weich, tief, rechts. Kann er sich aussuchen. Hat eine gute Position. Kommt auf die 2. Schönes Lomo. Da sieht man die 3 und die 7, das sind die beiden Kugeln hinter der 1. Das sind unsere Kandidaten, auf die der Spieler ein Auge behält beim Break. Das war wo etwas ein bisschen Einfluss drauf haben kann mit Tempo und Präzision. Und hier jetzt der Schlüssel nach der 2 ist die 4. 4 ist der Schlüsselball zum Match. Jetzt schaut er sich wahrscheinlich nochmal die 4-6-Kombi an oder ob die 4-5-Kombi einfacher ist. Der Abstand zwischen Weiß und 2 ist auch nicht gerade dankbar. Vor allem nicht, wenn man sich so strecken muss. Mit einer Oma willst du es auch nicht unbedingt spielen, nicht wahr? Nee. Man hat einen Mini-Winkel drin und dieser Mini-Winkel würde beim Rückläufer eher Richtung 7 laufen als Richtung. Er müsste auf die andere Seite eigentlich kommen, ne? Ja. Damit er die Kombi 4-5 spielen kann. Und ob wiederum der Winkel da ausreichend ist, da noch die rüber zu drücken auf die andere Seite, ist schon sehr fraglich. Also ein sehr, da bin ich gespannt. Gewagt. Welche? Die Verlängerung? Hat eine Verlängerung hinten dran. Die braucht er jetzt eigentlich nicht, oder? Wohl. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. 4-6 oder 4-6 kommen wir offensichtlich. Ja, so einfach ist die 4-6 aber auch nicht, weil es liegt leicht versetzt. Nee, jetzt speziell von dieser Sicht würde ich noch nicht mal, hätte ich gar keine Lust drauf. Aber geht drauf, ja. Ja, Weiße wird kurze Wand in Richtung 5 laufen. Ich meine, bei 9-Ball kannst du ein bisschen fester spielen. Da hast du noch die Chance, 4 Mitte über Kiss und mit der Weißen noch auf die 5 ziehen. Und startest mal hier die große Ausspielung. Bitte doch tief. Sauber getroffen. Oh, Weiße kommt auch noch. Das war auch nicht schön. Also ich denke, die 4 kann er spielen. Die Weiße wird nicht fallen. Die kommt genau an die Ecke. Und die 5, mein Gott, die Position ist schwer verfehlbar. Wenn er genau an die Ecke kommt, dann... Also auf die 4 kommt es eigentlich an. Die muss er jetzt schaffen. Jawohl, passt. Kommt an die Ecke.
Und damit, ja. Okay, viel ist Freiheiten immer noch. Hat er jetzt auch nicht mehr, weil Stechen ist sehr unkontrolliert, weil die 5 so an der Kante liegt. Also glaube ich mal, er wird es laufen lassen. Ja. Und wieder an die Bande. Ist ja nicht leichter. Aber kürzer. Immer ein Ball kürzer. Ja, aber Mitte, lange Bande. Etwas über die Tischmitte, dass er der Zehen weiträumig aus dem Weg geht. Aha. Tja. Sieht fast aus, wenn er die Weiße immer an die Bande legen möchte. Das ist eine Trainingssession von ihm. Kann ja sein. Wir wissen ja nicht, was für Ziele er verfolgt. Aber egal, was er macht, jetzt wird es wahrscheinlich dann eine lange 10. Oder er geht volles Risiko. Spielt ein Tief links. Und nicht zu hart. Ah, interessant wäre der Crossbank. Das heißt, leicht rechts anspielen, damit die 8 auf die obere rechte Tasche geht. Kopftasche geht, also offiziell Kopf links. Und die Weiße über die kurze Bande mit oder ohne FA wieder runterlaufen lassen. Und falls sie nicht geht, möglichst zu kurz, dann bleibt die 8 oben in der Kopfbande liegen und die Weiße ist unten. Da macht ist der, er auch, da herrlich. Ist er. Ja. Gut erkannt, Herr Eckert. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Darum schreibst du Bücher und ich nicht. Ja. Aber es wird nicht besser, er liegt wieder an der Bande. Ja, mein Gott, ob er jetzt ein bisschen fester oder noch ein bisschen leichter gespielt hätte. Die Position hätte auch super gut ausgehen können. Ne? Und jetzt muss er sich damit zufrieden geben. Also Crossbank haben wir wirklich, wirklich schön gespielt. Bist du den auch so angegangen? Mhm. Ah. Weiß nicht, ob ich ihn gemacht hätte, aber das wäre die Idee. Das wäre die Idee gewesen auf jeden Fall, weil das macht am meisten Sinn. Weil du eben auch diese... Ich hätte ihn wahrscheinlich leichter gespielt, weil von dem Tempo, das er gewählt hat, wenn er verschossen gewesen wäre, dann fraglich gewesen, wo sie liegen geblieben ist. Ne? Und, aber nichtsdestotrotz, toller Ball. So, den merken wir uns fürs nächste Jahr für Shootout. Kleine Gefahr, hat er auch ein bisschen Bedenken, wenn er die jetzt da oben auch in die gleiche Tasche spielt, dass die Weiße Richtung Mitteltasche läuft. Ja. Ich glaube, es ist gefahrlos, er müsste noch hinter der Mitteltasche landen. Aber mein Gott, die Perspektive sieht anders aus, wenn du davor stehst. Oh. Das war auch der Grund, weshalb er sie tatsächlich in die Mitte gespielt hat. Und guck dir das an, die ist an die Ecke, von, die Weiße ist an die Ecke von der Mitteltasche. Ja. Das war ja schon hier wirklich frech. Scharfes Pool, möchte ich mal sagen. Hier. Das waren lauter von den Banden weggespielte Bälle. Und der letzte dann nochmal. Ja. I-Tüpfelchen oben drauf. Nach dem Motto. Was der 100.000 Klicks kriege ich auch vom Chris Melling oder so heute Morgen. Ja. Ein Wahnsinnsball gewesen von Chris Melling. Ja, weil da gerade so ein YouTube-Video umgeht, gerade die Runde macht von Facebook. Einem Vierwender am Ende. Aber waren jetzt nicht weit davon entfernt, waren zwar keine Vierwände, aber war ähnlich anspruchsvolles Spielchen hier. 2-1, Satz auf 4. Gruppenphase. Schauen wir mal, wir haben leicht versetzt. 3 an die Kante. Im Break hatte die Weiße noch nicht so unter Kontrolle. Ja. Ralf und spielt auch in der Landesliga vom TV Schweinheim. Und wenn Danilo mit der Oberliga, zweite Bundesliga, voraussichtlich für Sindelfingen spielt, ist das natürlich schon auch ein beträchtlicher Liga-Unterschied, den wir hier haben. Okay. So. Er sieht die 1 nicht.
Wäre natürlich extrem einladend. Die 1,5-3-Kombi liegt natürlich perfekt. Ja. Wenn er sie sehen würde. Er kann ja, ist die Frage, Push zu spielen. Und wenn man den Push spielt, ja, wohin? Man will ja auch nicht diese Kombi jemandem geben. Würde sich manchmal anraten, die Weiße nur so anzutippen und mal testen, ey, was macht denn der hast andere? Du eine Idee? Ja, hast du eine Idee? Wenn nicht, lasse ich mir was einfallen. Auch Push. Er macht einen Push, aber ein bisschen ja, woanders hin. Jump. Hinter der 7 und er offeriert ihm damit einen langen Jump-Dreier-Kombi. Ja. So. Wer hat da drauf denn Lust? Ich denke schon, weil mir die 3 einfach zu nah an der Tasche liegt. Das eine schöne Jump-Entfernung ist. Die 1 relativ gut sicher zu treffen ist. Und ja, würde ich tatsächlich annehmen. Und ich nehme echt wenig Push an. Ja, so. Allein schon, weil ich mich, wenn der Sitz gerade bequem ist, wo ich bin, kein großes Interesse habe, hier groß Wind zu machen. Aber da kann er ja wirklich, da muss schon vieles verkehrt laufen. Naja, so. Das kann auch vieles gut laufen. Ja, klar. In dem Moment kannst du die Weiße, die 1 nicht mehr kontrollieren, wo die hinläuft, wenn du so viel Dampf dahinter gibst. Ist gut für ihn ausgegangen. 2 liegt spielbar. Von der 2 auf die 4, wenn er einen schönen Winkel hat, ist auch kein massives Kunststück. Aber jetzt erstmal die 1 auf Position 2. Das ist ein langer Ball. Langer Ball. Langt's oder langt's nicht? Oh, die aufgeblasenen Banken sagen eher nicht. Das soll ein kleines Bögli notwendig, ja? Oder die Vorbande. Also Vorbande. Ich denke, die Vorbande wäre hier anzuraten. Schön, ja, schön. Und drüber. Und? Oh, und wird nicht belohnt. Nochmal, ja. Aber diesmal die große Kino-Vorbande. Ja. Ich glaube, er kommt noch niemals optimal hin. Dass er über 2 Banden auf die 4 kommt. Wie meinst du, über die Fuß, kurze Bande Fuß? Mhm, mhm. Weil ich sehe, habe mir gerade diese Kopfbande im Auge, also lange Bande, Kopfbande, lange Bande. Mhm. Dann von hinten die 4 treffen, hätte genau. Eine gute Resave-Chance. Dass die Weiße sich an die 9 legt oder dahinter. Ja, er setzt es auch gerade an. Stimmt. Sagt sie zur Sicherheit auch in der Mitte an, da wo die Weiße liegt. Nee, gar nicht. Ja, genau, da. So. Ja, lang, kurz, lang. Lang, kurz, lang. Zack. Getroffen. Und, ja, und die hätte man eventuell mit etwas Glück so treffen können, dass sie hinter der 9 liegen bleibt. Aber so liegt sie auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Wunderbar, wunderbar. Gut ja, gespielt. 2-0 für dich. Für mich? Ja. Gut gesehen. Hier ist ein gefühlvoller Resave, ne? Wenn du einfach nur die lange Bande nimmst. Und auf die richtige Seite der 4 triffst, mit dem richtigen Tempo, kannst du die 8 dazwischen halten. Genau. Geht die 4 über die kurze Bande hinter die 8 und die Weiße bleibt vorher liegen. Andere Variante, wenn man jetzt über die Fußbande die Weiße spielt, so tief rechts mit Stoppball an der 4, das geht nur, dann müsste sie flacher liegen. Dann müsste die Weiße etwa da liegen, wo jetzt die 7 liegt. Dann wäre das die Variante. Na, er schaut es auch an. Genau, so über, wo der Finger ist, genau. Ja. Nicht zu festig. Ich glaube, bei dem Tisch, weil der neu bezogen ist, langt so Tempo 1, 1,5. Das müsste ausreichen. 1,274 würde ich sagen. Speed 1,27. Da sind wir d'accord. Ich habe ja letztes Jahr gesagt, ich werde das Thema Zahlen nicht ansprechen. Zahlen? Ja, weil du setzt immer einen um drauf. Wenn ich sage 45%, sagst du 0,734. Aber nur aus Spaß. Nicht. Oder weil ich einen auf Schlaumeier machen will. So. Niemals.
Man überlegt und zögert natürlich allein deswegen, auch wenn es offensichtlich ist, was zu tun ist. Weißt du, mein Gott, wenn ich den nicht perfekt kriege, der, dann ist natürlich, dann habe ich die Partie verloren. Ja? Weil, guck mal, da ergeben sich auf jeden Fall Optionen und Positionen. Ne? Dann kann er die Kombi wahrscheinlich auf die 10 spielen oder so. Ja. Und noch eine will er nicht verlieren. Ne? Ja, dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand und deswegen das ist es gilt zu vermeiden. Verständlich, dass er hier sich die Zeit nimmt, die er braucht. Und deswegen checkt er auch nochmal die Version über die kurze Bande. Und vielleicht mit viele Fee, weniger als Stopp, sondern mit viele Fee da reinzugehen. Aber da ist ein Scratch-Gefahr. Ja. Ah, jetzt schaut er eventuell direkt drauf, um die weiße. Nee, er bleibt bei der Vorbande. Okay, schauen wir mal. Fest spielt er ihn. Ich hätte eher gedacht, ziemlich leicht. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Einfach nur die 4 über die kurze Bande hinter die 8 stellen. Ja, War schon schwierig, was er vorgehabt hat. Ja. Und war auch nicht weit davon entfernt, dass es passt. Aber so, ne, schlecht, nicht gut ausgegangen. Ja. Das heißt, gute Chance jetzt für den Ralf Schachner mit seinem Schankö hier die 3-1-Führung reinzuholen, damit on the hill zu sein. Schön gemacht. Ganz kleine Herausforderung, muss genau zielen, ist dann letztendlich 9 auf 10. Mhm. Na, so wie er es hatte, muss er die einfach natürlich rollen lassen und die Mitte vom Tisch ein bisschen drüber hinausgehen, ein bisschen drüber hinausrollen lassen, dann ist es sehr angenehm zu spielen. Ne? Hier ist die Mitte, ein bisschen drüber hinaus und dann kann er mit tief links eine Wohlfühlposition auf die 10 erreichen. Oh, König, das ist schade, das ist schade. Sehr schade eigentlich. Das war eigentlich sicher. Schöne Arbeit. Diesen Fehler, ne? König hochgezogen, bewegt noch. Das heißt, das sieht alles so ruhig aus, wenn die spielen, aber daran siehst du, wie viel Spannung da innen drin ist, ne? Dass sie das nicht zurückhalten können, ja. Da sieht man, wie viel Spannung und Energie da echt dahinter ist, anhand so einem wirklich leichten, groben Fahrlässigkeitsfehler. Ja. Und das kann natürlich jetzt auch wieder was ausmachen, anstatt 3-1, 2-2. Was kostet denn das Match? Er wird es wahrscheinlich nicht so schnell aus dem Kopf kriegen. Ich hoffe es für ihn, dass es gleich wieder streicht, aber er denkt jetzt noch beim Sitzen drüber nach. Kostet ihn das Match? Kostet ihn das Match definitiv für mich. Weil, ich meine, 3-1 vorne, da hat er jetzt eine Gelegenheit gehabt, ja. Da hätte er auch Druck ausgeübt auf den Danilo. Und jetzt da würde mich wundern, wenn er jetzt noch tatsächlich noch gewinnt. Nachdem er die tolle Chance vorbei hat. Das war auf jeden Fall eine riesige Chance. Guck mal, ein perfekter Break hier. Perfekter Break und offensichtlich auch noch ein gutes Ergebnis. Und ich glaube, die 1 ist noch rein cutbar, um mal wieder eine englisch-deutsche Kooperationswortschöpfung zu generieren. Sein Bruder schaut auch zu, wie ich sehe, im Hintergrund. Hat sich gerade hingesetzt. Und hier nochmal das Break, guck mal, perfekt. Boah. Die zwei Kugeln da. Auch die anderen laufen fast parallel, die zwei Eckkugeln. Ja. Wunderbar. Ja, sein Bruder schaut zu, auch in dem blauen Hemd, hinten zu sehen, in der Mitte der Bande.
Und schauen wir uns die Lage an. Die 2, glaube ich, nicht verdeckt von der 9, aber ist natürlich viel Bewegung da. Ja, er muss tief links spielen, dann zwischen der 9 oder 6 durch letztlich. Zwischen der 9 und der 6 durch, damit er die Position zur 3 bekommt. Ist okay. War schwierig, aber so schwierig hätte ich eigentlich gedacht, dass er den macht. Das heißt, hat er vielleicht hat er doch nicht komplett die Kugel gesehen und musste irgendwie noch ein unnötiges Effet mitgeben. Ja. Vielleicht war es schwerer, wie wir gedacht haben. Vorher lag kein Problem, jetzt liegt 9-8 Problem. Auch nicht dankbar, die 2. Könnte schon fast als Kombi liegen, 9-8 Kombi so. Ja. Ja. Das ist super. Das ist super. Ganz toller Zweier. Etwas kurz. Zu kurz, viel zu kurz. Ich glaube, seine Idee dahinter war, glaube ich, dass er 8-9 löst, weil 6 liegt direkt vom Loch. Er hätte, glaube ich, die 4 gerne ins von uns aus gesehen. Dass er auf jeden Fall sicherstellen wollte, den Winkel zu halten, der jetzt viel zu groß geraten ist. Genau. Ja, jetzt versucht er kontrolliert auszusteigen. Okay. Mal schauen. Er ist dünn. Ja, eigentlich wollte ich den letzten Schluck Tee noch trinken, aber der ist mir nach der verschossenen 10 direkt verpasst. Ja. Ja, angehen oder nicht. Wenn er die rechte Seite aus seiner Sicht noch spielen kann von der 4, wäre es interessant, die 4 als langen Banker in die rechte Kopftasche, also offiziell Kopf links zu spielen und die Weiße im Schatten der 8 zu halten und optional, wenn sie geht, nicht so dicht an die 8 und 9 ran, dass man die 6 noch spielen kann. Mein Gott. Aber das ist schon... weiß gar nicht, ob er die Hälfte an der Stelle anspielen kann, die 4. Tja, nächste Frage wäre gewesen. Hätte oder würde ihm das was bringen, selbst wenn sie geht, weil du hast immer noch 8-9 als Problem. Was meinst du, selbst wenn er den Banker spielen würde? Dann kannst du so wie sie liegen, kannst du ja auch, wenn du eine Position auf die 6 hast, kannst du genauso gut von dort an eben eine Position auf die 8 spielen, so, dass du sie gerade als Stoppball spielen kannst und auf jeden Fall einen Safe spielen. Okay. Ne? Musst also nicht unbedingt lösen, es wäre schön zum Ausmachen, ansonsten spielst du einfach so, dass du einen toten Safe machen kannst. Ja. Wartest halt noch 2 Bälle ab, oder 3 besser gesagt. Ja, macht es auch genau so. Das. Ist nicht ganz gelungen, ne? Ein bisschen zu weit außen und dann kannst du dir vorstellen, wenn das ein bisschen, wenn die 4 gekommen wäre, wäre die Weiße wohl auch nicht so weit darüber. Hätte passen können, hätte passen können. Ein bisschen mehr Speed vielleicht. 6 liegt im Tick oberhalb der Mittel, ne? Des Mittellochs. Also muss er auch, muss auch ganz, arbeiten, ganz schön um arbeiten an dem Ball, ja. Ablauf dabei. Puh. Zu schwach sieht man. Mann ist einfach zu schwach. War nur ein Spaß, weil von der Statur her ist er natürlich Hulk in Person, ja. Und ich traue immer noch dem Zehner hinterher, den er ja, da, das war wirklich total schade. Weil er hat wirklich schönes, sauberes Billard gezeigt. Aber jetzt macht's. Oh.
Jetzt kann man die angehen und tatsächlich noch versuchen, die da zu lösen, aber ganz schön knackig. Ja, irgendeine Position, wenn er sie denn bringen will, muss er sich jetzt erarbeiten. Das rattert jetzt wahrscheinlich in seinem Kopf. Ziehe ich den nur ein Stück zurück oder versuche ich ihn sehr weit zu kriegen, dass er deine Variante nimmt? 8, Stoppball, Sicherheit. Er wird versuchen, entweder drauf oder zu weit ziehen, zu weit, ja. Also noch hinter, damit ich dann die Option habe, die 8 gerade zu spielen. Aber oder das Wichtigste auch ist echt, zu spielen. Das Wichtigste ist echt, das Ding jetzt zu senken. Und das ist schwer. Das ist schwer. Kein einfacher Ball. Ja, lässt er sich zurecht Zeit, weil es ist schon, das ist schon echt ein Brett. Und er weiß auch selber, wenn das wirklich nicht hinhaut, kann er wieder in den Rückstand geraten. Ja, der war schwer, brutal schwer. Hat aber auch nichts Leichtes hinterlassen. Ja. Der wird auch nicht leichter. Ist noch offen, die Partie. Ja, liegt ja Pressbande. Kann man nur groß ein bisschen rollen lassen, wenn man den Ball reinmachen will. Aber warum will man ihn reinmachen, wenn man weiß, dass man eh keine Position kriegt? Ne? Ist das Interesse, die Motivation recht gering hier. Und spielt übrigens mit einem Ariel Carmelli Kö, der Danilo mit einem Cem Oberteil. Was der mir für Sachen verrät. Hä? Hier. Gewinnen wir vielleicht irgendwann auch noch als Sponsor für die Stuttgart Open. Das war, man hat nicht alles gesehen, aber jetzt. Ansonsten sind hier Messkös und. Und Arthur Kös ganz vorne. So. Auch wieder nett. Man sucht. Oh, da sieht man ein kleines Shaking, hast du gemerkt? Da zittert ein bisschen die Hand, ja. Da sieht man. Schön. Es ist wirklich diese Spannung, die da drin ist, diese Konzentration, diese Leistung, die da drin steckt, die von außen wirklich schwer ersichtlich ist, weil man nicht reinschauen kann in die Leute. Ja? Aber es ist schon, das sieht von außen so ruhig aus. Ja? Innerlich sind sie gut angespannt. Ja. Oder sie sind schon in der ganz großen Schule, so ein Yogi-Meister, ja. Schweben über den Tisch. Ah, da sieht man das Carmelli Ariel. Ich glaube, die Clementina hat als erstes mit Ariel gespielt, aber war kein Kö. Und die Weiße fällt. Ja. Aber das wird noch so ein kleines Scharmützel mit der 8, glaube ich. Ist mal, aber so eine, wenn man weiß, dass da so ein Problem liegt, wie lange es manchmal sich ziehen kann, weil man halt rumeiert. Man und weil die Motivation eben gering ist. Ne? Man ist nicht hundertprozentig hinter den Ball da rein. Mache ich ihn rein, was mache ich dann? Ne? Ja, genau. Muss ja alles klappen dann. Im Grunde genommen willst du dir eigentlich gar nicht so spielen. Also. Jetzt auch. Jetzt versucht er, wie muss ich sie legen, dass ich da schön sicher reinkomme und nicht dran vorbeischramme oder mich noch verstecke oder sowas. Aha. Naja. Guck mal, er setzt sich gerade hin. Offensichtlich geht die 8 in die Mitte. Oder setzt er den Safe an? Lass uns überraschen. Also Safe, wenn es gerade ist. Da hätte er sich näher hingelegt, oder? Aber auch wenn der Ball geht, kann man sich doch näher hinlegen. Hm.
Das bin ich gespannt. Geht er oder? Ich glaube, das ist sich selber noch nicht so sicher. Geht. Geht. Trocken. Ja. Mit der 10 hat sich das Blatt gewendet. 3-2. 3-2. Und es hätte 3-1 für Ralf Schachner stehen können. Ando, unser Schiedsrichter. Auch schon routinierter Bestandteil der Stuttgart Open. Hat er gerade auch das Shootout geleitet. Da, der Name kommt mir bekannt vor. Gegen den habe ich heute verloren. Ja. Pascal. Der Pascal. Auch er breakt nicht ganz von der Mitte. Weiße vom Tisch. Kein Problem. Ich wollte schon sagen, bis jetzt hat er noch nicht diese Präzision gehabt beim Break. Und schwupps war sie weg, die Weiße. Rollt fast natürlich rüber. Ja. Über die Tangente eher genommen, sonst wäre er auf der anderen Seite gelandet. Dann kann man jetzt rollen lassen auch. 4, 5, 5, 6. Bei der 6 vielleicht die letzte Hoffnung für Ralf Schachner. Zeige ich jetzt der Positionsball von der Weißen, ist der Schlüsselball auf die 6 und somit. Eventuell vom Match. Schau mal, er schaut sich jetzt von hier schon an, ob er auch aus dieser Lage eventuell die 6 ginge. Scheint wohl der Fall zu sein. Ich dachte, er müsste in die andere Tasche damit. Aber von der Perspektive sieht man wiederum, okay, kann sie eigentlich nur leicht zurückziehen, dann reicht das schon. Die Frage ist, die Weiße wird ziemlich sicher die 8 noch berühren. Wie wird das dann liegen bleiben? Kommt darauf an, wie voll die Weiße die 8 berührt. Wenn er sie nur einen Ticken mitnimmt, dann glaube ich, geht's gut aus. Ja. Wenn er ganz leicht spielt, er schaut sich das auch genau an, er muss sich das genau anschauen, weil darauf kommt es echt an. Er will nicht, dass die 8 zu nah an die Bande geht oder die Weiße und das Zusammenspiel. Weiße 8, das muss funktionieren. Und das hängt wirklich mit Dosierung an Geschwindigkeit. Wisst ihr, wie weit die rüber ist? So. Die wollte nicht so nah an der Bande und wenn, dann muss die Weiße auch rauskommen und nicht da. Thank you.
Ja, die letzten zwei Kugeln für Danilo, wenn die denn gut ausgehen. Hoppala. Das ist aber nochmal ein bisschen spannend gemacht jetzt. Und Matchball. Ja, schade, dass Ralf hier sein schön angefangenes Spiel nicht zu Ende ziehen konnte. Ärgerte sich wahrscheinlich selbst am meisten drüber. Aber naja, war trotzdem mal schön, den Bruder von Marco Schachner hier in Aktion zu sehen. Und damit gewinnt Danilo Dradunovic gegen Ralf Schachner 4-2. Danke. Dirk, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns und wir sind auch schon gespannt, was als nächstes auf dem Center Court geboten wird. Dankeschön.